Herzlich willkommen und wieder einmal heiße ich euch, ja, herzlich willkommen zu einem Inform-Review und zwar dem Bronze-Inform Mané. Kommen wir direkt mal zu den Ingame-Werten. Mané ist 17 Jahre alt, 1,74 groß wie 63 Kilo, stammt aus Gambia. Starker Fuß rechts, Arbeitsrate in den Angriff hoch in die defensive Mitte. Schwacher Fuß 2 Sterne, Spezialbewegung 3 Sterne. Wenn wir nun gleich zu den körperlichen Attributen kommen, wird man auch schon direkt sehen, was Kekuta Mané letztendlich so auszeichnet. Antritt 94, Beweglichkeit 79, Balance 82, Sprungkraft 78 und Sprintgeschwindigkeit 93. Wenn man es beim Wort packen möchte, Mané ist eine absolute Pace-Suche. Die mentalen Attribute mit 54 Aggressivität, 56 Stellungsspiel und 52 Übersicht sehen gar nicht so schlecht für einen Bronzespieler aus. Man muss immer noch berücksichtigen, Kakuta oder Kekuta Mané ist ein Bronzespieler. 71 Dribbling, 71 Abschluss, 70 Fernschüsse, 71 Elfmeter, 84 Schusskraft und ein Volleywert von 69 reihen sich bei den Fähigkeiten-Attributen ein. Das alles hinterlässt einen wirklich soliden Eindruck. Aber wie performt letztendlich Mané auf dem Platz? Und genau das möchte ich euch zeigen, denn Mané ist ein absolutes Biest. Ich habe innerhalb von 2 Tagen in relativ wenigen Spielen so unendlich viele Szenen gesammelt. Also auch Szenen, die daneben gehen, denn letztendlich wäre es ziemlich dreist, wenn ich einfach nur zeigen würde, wie viele Tore er schießt oder was er für Tore schießt. Denn sein Schuss, muss man ganz klar sagen, kann gefährlich sein, aber er im 16er, knapp um 16er rum, beziehungsweise wenn nur im 16er. Ansonsten sind das mehr so, ja, Larifari-Schüsse, die mal aufs Tor gehen, mal daneben gehen. Also man merkt schon, beim Schuss ist der Finishing-Wert etwas niedrig. Aber die Schusskraft ist vollkommen in Ordnung. Aber was zeichnet Mané aus? Ist er zweikampfstark? Scheißegal. Mané ist schnell. Wirklich schnell. Einer der mit Abstand schnellsten Spieler, die es, glaube ich, bislang ganz FIFA 14 Ultimate Team gibt. Wenn der Typ anfängt zu sprinten, da kommt keiner hinterher. Da wächst auch kein Land mehr, da wächst kein Gras mehr, gar nichts. Dann ist aus, Schluss und vorbei. Und das macht ihn letztendlich auf eine Art und Weise auch sehr zweikampfstark. Denn in vielen Situationen, ja, wie soll man das sagen? Kommt es gar nicht zum Zweikampf, weil er einfach zu schnell ist, einfach davonläuft. Und im Normalfall muss man einfach nur hohe Bälle auf ihn spielen. Und in den hohen Bällen, dadurch, dass sein Jumping-Wert auch relativ hoch ist, hat er irgendwie Bock zu springen, den mit der Brust anzunehmen oder irgendwie anders. Und ist dann an den Verteidigern vorbei, weil die halt abbremsen und steht dann vorm Tor. Dazu hat er 2 Sterne schwacher Fuß. Ist aber meiner Meinung nach mit einem schwachen Fuß deutlich besser als beispielsweise der Inform El Hamdawi und würde daher sagen, dass 3 Sterne schwacher Fuß eher hinkommt. So fühlt es sich an. Also wirklich, Mané für den Preis 200k auf dem PC, 150k auf der PS3, Xbox 360, 130k. Also das ist schon ordentlich. Natürlich ist die Liga und all das, was damit zu tun hat, nicht ganz perfekt. Ne? Ich meine, Gambia aus der MLS, ja gut, ich konnte ihnen ein relativ gutes Team verbauen. Man kann froh sein, dass es einen linken Mittelfeldspieler gibt. Nyamba oder so heißt er, der auch aus Gambia kommt. Dann läuft das. Aber ansonsten, nee, Mané, der Typ hat mich voll und ganz aus den Socken gehauen. Ich habe damit nicht gerechnet. Und die 92 Tempo, ich kann euch sagen, der Typ läuft schneller als der Lavezzi in Form und diverse andere Spieler. Meiner Meinung nach wirklich einer der schnellsten Karten, die es in FIFA 14 gibt, wenn nicht sogar die schnellste Karte. Guckt euch das mal an, der überholt seine eigenen Spieler und drückt den dann rein. Absolut krass. Kommen wir zum Fazit. Wie gerade schon gesagt, auf der Pro-Seite übertriebener Antritt plus extrem hohes Tempo. Dazu sehr schnelle Richtungswechsel. Geht, denke ich mal, umso besser, wenn man ihm den Chemistry-Style-Sniper gibt. Drückt den Schusswert und den Dribbelwert nach oben. Im Strafraum sehr angenehme Schüsse, das muss man ihm ganz klar lassen. Auch mit links vollkommen in Ordnung. Durchschnittliche Pässe, die Bälle in Lauf sind aber wieder sehr geil, aber das ist ja leider bei jedem Spieler so. Sehr einfach zu spielen, weil der Typ einfach ultra schnell ist und anständiges Dribbling. Auch das Dribbling, 3 Sterne Tricks für einen Bronzespieler, es ist vollkommen in Ordnung. Also ich selber traue mich gar nicht mehr zu verlangen. Ich bin voll und ganz zufrieden. Ne, das muss ich wirklich sagen.
Wenn wir nun auf die Kontraseite kommen, haben wir diesmal Glück gehabt. Sie fällt nicht so groß aus wie bei El Amdaoui. Da steht nämlich nur Kopfball schwach. Das ist richtig, der Jumping-Wert ist in Ordnung, aber ich habe, glaube ich, nicht ein Kopfballtor mit ihm gemacht, außer irgendein Abpraller. 3-Sterne-Skill, 2-Sterne schwacher Fuß. Ja, lässt sich drüber streiten, ich finde es okay. Und Nation plus Liga schwer zu benutzen. Aber trotzdem bekommt er den Daumen nach oben. Ganz, ganz doll nach oben. Meiner Meinung nach, Fazit 4 Sterne, Value for Money 2,5 Sterne und erhält die Wertung von 8,4. Warum 8,4? Warum nicht mehr, wenn ich so doll von ihm schwärme? Es ist letztendlich wirklich nur das Tempo, was ihn überragend macht. Schießen, ja gut, ist okay. Ne? Und alles andere ist auch okay. Aber er ist so enorm stark durch sein Tempo. Und das ist relativ geil, weil es wirklich Spaß macht, mit ihm zu spielen und einfach zuzusehen, wie kein Spieler ihn hinterherkommt. Dementsprechend ist 8,4 meiner Meinung nach angebracht. Für Bronzespieler, wenn man nur Bronzespieler jetzt berücksichtigen würde, könnte man das Rating vielleicht etwas höher ansetzen, aber letztendlich muss ich alle Spieler ins Verhältnis setzen und da ist er mit 8,4 sehr, sehr gut bedient. Und was kann man sonst noch zu Mané sagen? Eigentlich nichts, wie gesagt, 4 Sterne Fazit, 2,5 Sterne Value for Money, für einen Bronzespieler schon sehr teuer. Aber das war's von meiner Seite aus. Bis zum nächsten Mal, euer Hahn.